Hallöchen! Willkommen bei einer neuen Folge Let's Play mit dem Ed. Ich befinde mich hier auf dem Weg zum... ja, zur Brückenbaustelle. Nein, bleib da, bleib da, bleib da, komm! So. Wo war jetzt der andere? Da. Zur Baustelle, die wir letztes Mal nicht fertigstellen konnten, weil uns Bambus gefehlt hat. Ich habe jetzt 49 dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hoffen wir mal, dass uns die Ressourcen reichen. Sonst müssen wir nämlich wieder hin und her laufen. Ich finde diese Lava geil. Habe ich das schon mal erwähnt? Es wird langsam dunkel in der Welt. Oh, wisst ihr, was ich langsam glaube? Dadurch, dass ich jetzt ein relativ hohes Sammlerlevel habe, werde ich nicht mehr so schnell müde. Deswegen kommt mir so komisch vor. Ich hoffe echt, dass Holz reicht. Aber Bäume gab es ja da nie. Es war ja nur der Bombe, ist das Problem. Ich hab. Oh. Wow. Lauf doch nicht so. Das hat ja schnell ein Ende genommen. Aber wie gesagt, Baum war in der Nähe. Ach, wenn ich mich echt frage, was das für eine Konstruktion wird. Bäume haben wir. Zum Glück. Wow. Nicht darunter. Ich glaube, wir ignorieren jetzt mal eben den Tag-Nacht-Rhythmus. Zum Glück hatte ich eine Axt dabei. Und zum Glück gibt es hier auch ein paar Ranken. In denen werde ich wahrscheinlich auch noch welche brauchen. Oh, bitte lass die Ressourcen reichen. Das wird niemals reichen. Thank you.
Ich bin mir gerade nicht sicher, was hier so blau leuchtet. Kein Holz mehr. Wow, wir brauchen echt eine Menge Zeug. Aber das ist ganz gut, dann gehen wir gleich noch schlafen. Wir brauchen Bambus und Holz. Und Ranken. Eigentlich hätte ich... Aber im Dorflager ist doch eigentlich nichts, ne? Wo laufe ich da gerade hin? Was ist das für eine Höhle? Dorfhöhle. Ist ihm zu glatt, hm? Tut mir leid, dass ich jetzt so nutzlos hin und her gelaufen bin. Orientierung ist noch ein bisschen schwierig. Ich gebe es ja zu. Holz, Katze, was treibst du? Ich muss dem die Spitzhacken wegnehmen. So viel braucht doch kein Schwein. 11 Uhr morgens? Nein. So, einmal. Und dann nehmen wir sicherheitshalber noch eine Axt mit. So. Gut. Du musst auf jeden Fall für Ranken sorgen. Habe ich ihm schon weggenommen. Okay. Der Marktplatz. Stimmt, den gab es ja auch noch. Aber ich brauche erstmal Holz. Hier wird die Sicht versperrt. Sehr schön.
gucke auf jeden Fall noch kurz ins Lager. Also in das alte Lager. Aber eigentlich ist das leer. Das haben wir doch ausgeräumt. Lager. Ach, ich kann umschalten. Willst du mich veräppeln? Das ist mega gut. Das hätte ich früher wissen müssen. Dann hätte ich mir den Weg gespart. 30. Ich kann trotzdem noch weiter leveln. Haben wir nicht bald was? Oh. Juhu. Gelbes Gras. Mehr gelbes Gras. Juhu. Ich würde ja am liebsten mal da reinsteigen, aber ich habe das Gefühl, dann nehmen wir Schaden. Baue Brückenteile 1 von 9. Ach du gute Güte, ich habe es ja vermutet, aber... Oh nein. Okay, das wird eine kleine Tortur werden. Dann würde ich sagen... Bevor wir das hier beenden und vollenden, das war's. Ich habe mich schon gefragt, was das sein soll. Dann da runterlassen. Das ist ja ein cooles System. Oh, das ist cool. Ich verstehe. Und jetzt gibt es ein Geländer. Das braucht eine Menge Holz. Nicht mehr so viel an Bambus, das ist schon mal ganz gut. Keine Axt.
Das hier verstehe ich halt nicht. Name. Kann ich das löschen? Ich kann mir tatsächlich Wegpunkte setzen. Das ist ja cool. Das war jetzt nicht, was ich machen wollte, aber das ist cool. Kurz was Zwischenschweiberchen. Und mal eben einen Schluck trinken. Okay. Das wird anstrengend. Ganz viel Holz, Ranken und Bambus. Ich hoffe, dass der Marker dann weg ist, sobald wir es einmal besucht haben. Also der rote ist okay, der kann da bleiben, da will ich ja hin. Aber das andere wollte ich eigentlich nicht setzen. Das wird eine Menge Arbeit werden, Leute. Ich bin fast überlegen, ob wir nicht erst den Stamm vergrößern. Und ein paar Mitarbeiter. Ein paar fleißige Bienchen zusammensammeln. Damit wir selber. Damit wir einfach. Ah, dann bräuchten wir neue Hütten und Kram. Und ich meine, wir haben 2 Schlafplätze frei, aber. Ja, gut, dann könnten wir 2 Leute mehr zusammensammeln. Bambus. Das sollte eigentlich auch reichen. Für die Brücke. Wir brauchen ja hauptsächlich Holz. Wir brauchen hauptsächlich Holz.
Speer. Wobei, eigentlich kann er kurz Pause machen, ne? So, wir brauchen Ranken. Und Holz. Wie viel haben wir frei? Niemanden. Okay. Okay. Ich werde jetzt mal kurz die Spitzhacken auslagern. Die muss nämlich schnell den Platz weg. Vor allem, irgendwie funktionieren die auch gar nicht richtig. So. Hammer, Axt. Hammer, Hammer. Gut. Passt. Kommst du noch ein Futter? Und Nacht ist auch schon wieder. Ich für mich habe zwei Dingens. Eine große Axt. Grobe Axt, Entschuldigung. Und wir haben eine Hacke vergessen. Egal. 7 Uhr morgens. Weg damit. So kann ich es löschen. Oh gut. Oh gut. Wisst ihr was? Ich baue einen Marktplatz. Bis die Ressourcen da sind, ich brauche so viel Holz. Der Marktplatz kommt hierhin. Werkzeugmacher, Marktplatz. Es war so klar, dass das Ding so riesengroß ist. Und dass wir so viel Holz brauchen, war auch klar. Dann teilen wir uns die Arbeit. Auch wenn der Marktplatz wahrscheinlich erst relevant wird, sobald die Brücke fertig ist, damit wir mit den anderen Stämmen Handel betreiben können. So gesehen wäre es dann besser, hier noch eine Schlafhütte zu machen. Jetzt nimm schon den Baum. Ist der Speer in der Nähe? Dann hole ich mir neue Leute. Wenigstens schon mal zwei. Holz. Bambus sollte uns reichen.
jetzt ja auch nicht gerade um die Ecke. Aber naja. Geronimo! Oh, ich liebe es, dass ihr so weite Sprünge schafft. Na? Häschen. Jetzt erst muss man sagen. Was war da für ein Tier? Ich glaube. Ach, Menno. Leider brauche ich die Knochen und das Leder für die nächsten Talismane. Es ist nicht umsonst. Das Fleisch vergammelt auch nicht, das ist ganz gut. Eine kleine Anekdote habe ich tatsächlich, es ist mir gerade so eingefallen. Ich habe letztens bei Sons of the Forest auch Baum gefällt, ganz normal eigentlich. Und als ich den Baum dann so eingesammelt habe, ist mir aufgefallen, da liegt ja jemand. Nur stammende Angehörige mit einem Schlafplatz können zur Arbeit eingeteilt werden. Bau neue Schafhütten, bevor ihr. Ja. Das war mir schon klar. Wie viel können wir denn jetzt machen? 12 Stück schon. Eigentlich müssen wir schon aufhören. Ich danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Mehr Hütten, mehr Brücken beim nächsten Mal. Bis dahin und bye bye.